dass wir dann halt quasi dann uns dann halt in die Mitte dann vor vorpushen. Quasi dann. Wieso? Der ist ein bisschen nervig. Das heißt also vorpushen, dass wir dann in den Punkt reingehen, weißt du? Ich meine, wenn das wir dann noch einen auf Freitag ungefähr so ein bisschen. Genau. Also jetzt ist es Maisfeld, weil ich vermute mal, die werden uns dann von Maisfeld und sag ich mal, dass sie denken, dass wir aus Maisfeld rauskommen und dass sie auf uns schießen. Das denke ich mal. Deswegen würde ich dann über links dann halt gehen. Haben wir Skirmische? Jawohl, haben wir. Ich bin gleich bei der Blizzard, bitte ausreden. Ich würde die dann ins Maisfeld reinschicken, die Skirmische. Dass sie dann, sag ich mal, in das Maisfeld dann halt dann da reingehen. Natürlich sind diese. Was meinst du davon? Was sollen wir machen? Über Maisfeld und direkt bitte, ja. Also ich meine, dass wir halt dann, sag ich mal, wir gehen dann über links, würde ich vorschlagen. Also so wie wir das am Freitag oder Samstag gemacht haben. Und ihr geht dann ins Maisfeld, damit ihr gut getan seid. Nosferatu einmal bitte in den rechten. Ja, right wing. Ich hab jetzt danke. Genau über rechts, dass ihr halt das Maisfeld reingeht, ihr seid gut getan, bleibt schön in Deckung. Wir sind dann halt links, weißt du, dass wir über links gehen und dann uns dann in die Mitte rein in den Punkt bewegen. Ja, weil jetzt, wir sehen unsere Tickets aus, ob das jetzt alle Idee hier, Lucy? Der ist gerade im Gespräch. Das ist immer besser. Es geht. Wenn du abgeben möchtest, der Bio kreuz. Nee, ist okay. So, da ist er wieder. Sehr schön. Schau mal bitte nach, ob die jetzt ausgeglichen sind. Ich habe mal zwei rüber geschickt. So, gucken wir mal. Ich sehe 19 zu 19, das sieht schön aus. Alles klar, super. Das heißt dann auch 3 Skirms pro Seite. Ah, richtig. Danke. Ich hab das Schneider JPD bei der Union. Schöne Kommunikation bei der Union gerade. Wieso? Was machen sie? Weil O'Keefe den. Also O'Keefe führt wirklich. O'Keefe sagte, Shit-Talk ist frei. Und von Richard kam die Antwort, ja, ich überlege gerade. Gehen Sie nach rechts, gehen Sie nach links. Und dann entscheide ich. Oh, Tabex, Kjolessons und Blizzardians auf eurer Seite. Gleich geht's los, ja, mal gucken. Bin gespannt. 14 Sekunden. So, wer führt denn? Von seiner Seite James Ryan. Oh, sehr schön. Ui, okay. Hat der schon mal geführt? Zweimal bisher, tatsächlich. Okay. Bin gespannt. So, und es geht los. Zweite Karte, jetzt im Anschluss. Ein Rückzugsgefecht der USA. Wir sehen, die Skirmisher der CSA gehen auf die rechte Flanke durchs Maisfeld. Hm. Sieht auf der anderen Seite ähnlich aus, nur spiegelverkehrt. Also sie gehen auch auf die rechte Seite, aber auf die Unionsrechte. Okay, wie es aussieht, geht doch, oder? Schauen wir mal, was macht die Linie? Wir würden uns gerne aufstellen. Nämlich auf dem Hügel vor dem Maisfeld. Ja, ein klassischer Move von euch. Der heißt umkämpfteste Platz dort irgendwie. Er ist aber auch gut. Ja. Mag die Karte gar nicht so sehr mittlerweile, muss ich sagen. Ja, es geht. Es gibt da tatsächlich schöne Gefechte. Ah, jetzt kommt ihr mit. Wie ich sehe, kommt die Unionslinie mit. James versucht, das Glück von Freitag nachzumachen. Mal schauen, ob das geht. Das ist eigentlich unser Fahnenträger. Der hat jetzt aber schon die zwei, dreimal schon tatsächlich auch mitgeführt. So, Union verlegt mit. Jetzt ist ja, das stimmt. So, du hast gesagt, du magst die Karte nicht so sehr. Geht so. Also, weiß auch nicht. Oder auch so, wie sie gespielt wird vielleicht. Sagen wir es so. Ja, sie gibt halt viel taktischen Möglichkeiten und vor allem ziemlich viele Bewegungen eigentlich los. Wobei der Anfang meist ähnlich ist. Rechts oder links. Kaum durch die Seite. Oh. Linien stellen sich auf. Ja, jetzt ist die Frage, wo bleibt James stehen? Oh, damit werden sie sich aber kostbare Zeit nehmen. Yep.
CSA hat keins drauf, so wie es aussieht, ne? Was? Kief lässt nieren. Ob das jetzt... Ich darf ja meinen Second Lieutenant nicht kritisieren, oder? Oh, aber guck mal, James bewegt die Linie dann doch schneller. Hat er Angst vorm Feuergefecht? Er hat gemeint, er will das anders machen. Will er sie flankieren vielleicht? Das werden sie wohl nicht zulassen. O'Keefe lässt sich scheinbar nicht flankieren, ne? Ja gut, O'Keefe ist ein älterer, also ein alter Fuchs, was das angeht. Da ist halt die, das Machtverhältnis ein bisschen... Wobei ich sagen muss, als Lieutenant gegen Private, das sind halt schon... Ja... Das ja, O'Keefe hat halt wirklich nur mit der Taktik gerade zu tun, ne? Er hat mit nichts anderem zu tun. Ja, aber... Halt. Die Befehle, die sind... Also, oh, die Schießleistung ist aber auch gerade grottig von der Union. Einen! Ui! Zwei. James zieht durch, der geht auf den Hügel hoch. Das ist... Wow, also ich... Holt sich die... Ach ne, geht zu den... zu seinen Skirmishern. Gar nicht mal so schlecht. Nö. Schön, also das muss man sagen, er hat O'Keefe sehr schön ausgespielt. Ja, das war schon gut. Also, und dazu sich noch gleichzeitig mit den Skirmishern zusammenzusetzen, also ein Rendezvous zu setzen, nicht schlecht, also... Jetzt fixen sie Bayonet, du hast recht, das war kein Anzeigefehler, die haben es tatsächlich vergessen. Dann geben wir ihnen was. Was macht die Union? Dann spalten sich die Scouts wieder ab. Warte mal. Wo sind denn die CSA-Skims auf einmal hin? Ich glaube, die sind in die Linie rein. Oh, die sind hinten rechts. Ne, hinten rechts ist doch was, oder? Da im Osten. Ja. Oh ja, du hast recht, ja. Was machen sie denn da? Und die CSA capt sogar. Ah. Die CSA hat geschossen. Es waren zwei, die gefallen sind auf der Union. Das ist aber ganz gut. Union legt an. Ui! Das war böse. Aua! Was war das denn? Das waren 1, 2, 3, 4. 4 sehe ich. Gut. CSA. Au! Aber hier auch kam die Antwort. Waren aber nicht so viele, oder? 2, 3? Das waren 3. 3? Das waren 3, ja. Da ist die rechte Flanke, also von der CSA-Sicht, rechte Flanke weggekippt. Ui! Das war fast ein ganzer Front Rank gerade. Au! Ah, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ich glaube, das war nichts. Ich hab nichts gesehen, ne? So, und O'Keefe denkt sich, nimm mir den Punkt halt weg, ist mir doch egal. Ja, jetzt ist die Union im Counterdeck. 20 Minuten für die CSA zum Verteidigen. Ah, da sind auch die Union-Skirms oben. Die haben sich vorhin dafür hingesetzt. Aber CSA zieht sich zurück aus dem Punkt, will wohl die Skirms countern. Ich glaube, die wollen die Linie abfangen, ehrlich gesagt. Ja, Fire will auf die Skirmisher. Und Skirmisher haben was ist denn schon das da? Auf der Suche nach meinen Leuten. Oh, oh göttlich! Sehr schön, ich hab's gehört. Ja, ich bin auf der Suche nach meinen Leuten. Geil. Da vorne ist ein Skirmisher. Aber da kommt James zu den Skirmishern. Ach ja. Der Feuer. Fired! Fired Will! Auf! Kappel Will haben wir erwischt. Ja, nur einen erwischt und die Union lauert im Schatten des Baums. James hat sie gesehen. Right rest, gentlemen. Was macht jetzt O'Keefe? O'Keefe führt die Linie in den Punkt oder will er angreifen? Er will angreifen. Ja. Ja, schön. Boah, er schlängelt sich da durch, ey. Schön gemacht, schön gemacht, ja. Der will Schüsse rauslocken.
Ja, das hat jetzt nicht auf. Jetzt kommt ab. Charge. Glaub, das das sieht gut für die Caesar aus. Da steht die Caesar viel besser. Und wir haben den Charge abgewehrt. Wir haben tatsächlich noch die Skirms und die Fahnen, ne? Sind die keine Charge? Weißt du, was der Nachteil ist, wenn wenn Oki führt? Nein. Du wirst beim Charge keinen Revolver dabei haben. Oki, falls du das siehst. Ich mag dich. Jetzt aber er hat leider echt immer einen Magnet in der Tasche. Es ist unfassbar, wirklich. Oh, guter Schuss. Fahne und zurück zum die Scouts eskortieren, beziehungsweise die Skirms eskortieren die Linie. Und eskortieren die Fahne, Entschuldigung. Und dabei schießt die CSA-Linie einfach bei die Fahne raus. Das war nicht schlecht. Ich habe nur die Fahne fallen sehen. Oh, hier wieder. Und? Oh, Leute, was ist denn jetzt los? Wer schießt denn hier? Oh, das ist kompliziert. Könntest du das vielleicht dann so weit übernehmen? Geht das? Kein Problem. Oder du okay. Können auch gerne deinen Verladen den Heuhaufen ausnehmen. Auf jeden Fall würde ich dann die Skirms lassen. Du bewegst deinen. Wenn du damit quick läufst, dann bewegst du sowas. Patrouillen nach links. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wo ist denn die Missionslinie? Die wird noch im Spawn sein. Ja. Ah ja, gut. Ja, ich meine, die haben Zeit. Wir haben jetzt 16:30 auf der Uhr bei dem Battle Ready. Mal horchen, was der Plan ist. Ja, ach, das habe ich ja vor. Ach, shit. At the double. At the double. March. Wer hat die Fahne gehabt? Schauen wir doch mal ganz kurz, was macht die CSA. Ich habe irgendwie gehört, dass sie die Skirms weiter vorschicken wollten, beziehungsweise... Hm, die Skirms sind wieder hinten bei den Heuhaufen, so wie das aussieht. Erklär beim Laufen. Okay, gut. Okay, Bewertung auf. Was hat Oki vor? Okay, er geht über die CSA linke. CSA verlegt jetzt auch wieder, geht weg vom Punkt. Was macht James? Geht er zurück? James lässt den Punkt Punkt sein. Er läuft Richtung seiner Skirms. Okay, und hinten läuft die Union. Mhm. Aufholen, und der Punkt ist eine reife Frucht. Wird da glaube ich aber auch nicht reinlaufen wollen gerade. Ja, ja, vielleicht ist das der Plan tatsächlich, um sie in die Falle laufen zu lassen. Mhm. Also dafür, dass James tatsächlich so wenig bisher geführt hat, drei Gefechte maximal, macht er das sehr, sehr gut. Das muss ich jetzt einfach mal wirklich sagen. Also, schön aggressiv sogar für einen, ich sag's mal, Neuling. Also, hab ich mich nicht getraut. Ja, hab ich gemerkt. Ich weiß. Aber er lernt auch vom Besten. Oh. Meint ihr Terrace? Willst du das wirklich so sagen? Weiß ich nicht, hat mit Terrace nichts zu tun, ehrlich gesagt. Okay. Meinst du Hügelchen? Ja. Nein, Quatsch. Ich muss aufpassen, was ich sage, das geht ja alles so aufgezeichnet. Das war meine Falle. Ich dachte, dann wird ein Lieutenant-Posten bei euch frei, weißt du, und dann, naja. Kann man hier mal gucken. Also ich weiß ja eh, dass. Also ich weiß ja eh, dass du zu uns kommen willst, also kein Problem. Ist ja auch mit Maximus schon alles geklärt. Mhm. Hier die Retourkusche. Du kennst den Deal, den Maximus gemacht hat, ja? Klar. Falls ich zur Second gehe, was dann passiert? Nee, tatsächlich nicht, dann nein. Annektiert, also ich darf ruhig zur Second gehen, aber dann muss die ganze Second zur 50 Second kommen, bis auf mich halt. Ich bleib dann halt bei der Second alleine sozusagen. Das war der perfide Plan dahinter. Ja, der ist wirklich perfide. Das passt. Oh, und die Union cappt wieder zurück.
Ja, O'Keefe hat sich daran gesneakt. Was geht hier unten? Soll ich gerade den schießen sehen? Das waren wahrscheinlich die Skirms. Ja, von Tabak. Jetzt, was haben wir? Wir haben sich mit unseren Skirms. CSA-Linie. Denkt an eure Schwestern und Cousinen zu Hause. Ja, jetzt werden wir hier wieder diese Inzestwitze gemacht. Dranbleiben. Into line. Wo bin ich denn rechts? Jetzt kommt die CSA aber raus. Ist doch rechts. Joseph hier. Nein, rechts. Und. Kommunikation. Ja, schauen wir mal. Wer schießt zuerst? Fahne Südost. Okay. Oh, take it. Oh! Oh, schön! Das war schön! Das war schön geschossen! Oder fünf? Das waren. Noch einer, das waren fünf! Aber hiermit hat die Union zurückgekappt. Wir sind wieder beide auf Battle Ready. Mhm. Jetzt die Frage, die CSA gibt doch eine mit, es fällt eine. Und damit muss James wieder cappen, wenn er das will. Union stellt sich auf dem Hügel auf, wird flankiert von den Skirms, wie es aussieht. Ja, genau, von den Skirms flankiert. Legt an. Ja, das sind zwei, glaube ich, gefallen. Oh, und hier wieder. Zwei bis drei, wenn ich richtig gesehen habe. Zwei habe ich gesehen. Zwei, okay, dann saß. Dann sah es einfach nur filmreifer aus, als es war. Ich weiß gerade nicht, Captain. Die CSA aus der Position oder ist es nur rückläufig? Ne. Das ist, glaube ich, nur DK, so langsam wie das ist. Ja, das kann gut sein, ja. Wäre auch ein bisschen sehr groß von der Cappoint, muss ich sagen, aber das wäre auch nichts Neues. Das wollte ich gerade sagen, also es gibt ja diese Karten bei South Mountain, da weiß niemand genau, wie die Grenzen verlaufen. Ja, auf CSA gerade überhaupt was gefallen? Nein, nichts. Au. Vorhin hier das komplette Einhalt. Aber fair sein, die stehen auch ein bisschen abschüssig, beziehungsweise durch den gesamten Rauch. Ja, stimmt schon. Das erwarte ich trotzdem, dass sie treffen. Ah, jetzt gehen sie aber, wie es aussieht, auf die Skirms. Nein, doch nicht. Aber auch die CSA trifft jetzt nichts mehr. Also schön auf der Brust zielen. Okay. Wenn sie nicht kommen wollen, ist gut. Ich hab's gehört mit den Bajonetten. Oh, das war jetzt doof. Ah, dabei muss er doch wissen, er spielt gegen die Achten. Da ist das Bajonett. Oh, das. Oh, oh. Haben einige zu spät umgesetzt. Ja, und da kam dann die Rechnung. Ja, ich hab zu spät gesehen. Ja, was ich sagen wollte, er weiß, wenn man gegen die Achte spielt, ist eigentlich das Bajonett dein bester Freund. Ja. Alle Sicht? Sinieren. Check. Nee, ich sehe gar nichts. Rückt rechts auf. Was mich nur wundert, wo sind denn die Unions. Ah, nee, das sind Verstärkungen. Wo sind denn die Unions-Skirms? Gute Frage. Mal, sind die angeschlossen? Nee, sieht nicht so aus. Die sollten irgendwo einen weiten Bogen laufen, das habe ich noch gehört. Ah, da baitet gerade O'Keefe die Kugeln raus. Die betteln sich mit den CSA-Skirms. Ach, sie haben es versucht scheinbar. Ja. Wir haben es nicht geschafft. Wir waren aber auch nur zu zweit scheinbar. Kurze Frage, ich war die letzten. Und sind in drei reingelaufen, das ist natürlich unangenehm. Ja, das ist nicht so schön. Okay. Ich war eh schon tot. Ach so, wegen Last Stand. Jo. Ja, genau. Ja, das macht ja nichts. So, wir haben gleich noch 31 Minuten auf der Uhr. Wir haben beide in Battle Ready wieder. CSA hatte sofort den Punkt relativ schnell und in einem schönen Move gecapped. Union konnte ihn aber wieder zurücknehmen.
Beide jetzt im Shootout. Beide, genau. Wieder auf Null. Plus verkehrte Welt. Von den Positionen. Oh, viel zu kurz alles. Ja, ist gefallen. Ja, und die haben alle in den Hügel eingeschlagen. Die müssen und die Union ist wieder im Engage. Ja, die haben was erwischt. Und das halt im Skirmishing, also im Hocken scheinbar. Ja, das oder die Skirmisher noch dazu wahrscheinlich. Eieiei. Und James scheint ein Gentleman zu sein. Wieso das? Oder ist das ungewollt, dass O'Keefe da immer noch steht? Ja, viele hätten gesagt, komm, schieß den einzelnen Mann da hinten mal weg. Aber er lässt ihn scheinbar stehen. Wir sind halt im Süden Gentlemen. Ich sag dazu jetzt nichts. Wenn man nicht mehrere Jahre mit indianischen Ureinwohnern zusammengelebt hat und ihre Kriegsweisen übernommen hat. Ja, das habe ich zu spüren bekommen. Ich weiß. Das Buck-and-Ball kam auch mit Liebe. Habe ich gemerkt. Schön in den Rücken. Ja, da wir gerade wieder ein bisschen Zeit haben und ein Long-Range-Shooting haben, Appling, wie siehst du es hier auf dieser Karte? Irgendwelche Bewegungen, irgendwas Kritisches von Seiten der Union bisher? Oder auch von Seiten der CSA? Wir müssen ja nicht nur unbedingt auf einer Seite sein. Einmal links. Ich glaube, ich hätte es nicht wie O'Keefe gemacht. Ich glaube, ich hätte die nicht einfach den Punkt direkt am Anfang nehmen lassen. Ich glaube, ich wäre da in der Tat hinterher. Muss man allerdings sagen, sie waren halt ungeladen, ne? Also, schwierig. Ich glaube fast, er hat sich da richtig entschieden. Ich hätte es wahrscheinlich trotzdem anders gemacht. Gehe aber davon aus, dass das die falsche Entscheidung gewesen wäre meinerseits, wenn ich da hinterher gerannt wäre. Ja, ansonsten, er versucht jetzt halt die Stärken auszuspielen und auf Schussleistung zu gehen, aber das funktioniert gerade nicht. Nicht aus der Position. Ja, ich glaube, das hat er auch gesehen. Die Linie verlegt sich ein bisschen. Auf der anderen Seite muss man sagen, James Ryan hat da leider unseren Second Lieutenant ein bisschen an der Nase rumgeführt direkt am Anfang. War ein sehr cleverer Zug. Geht halt nur im One-on-One oder wenn es zwei Einheiten wären, wenn da eine Lücke ist, aber da sind schon wieder welche. Ja, das waren drei, die wieder gefallen sind. Aber da kam die Retourkutsche, ich glaube, war das. War schon besser. Drei, sagen sie in der Linie. Das kann gut sein, es waren auf jeden Fall im Re-Rank. Also die Linie selber hat gesagt, es wären drei gewesen, also... Dann waren es drei, das glaube ich denen auch. Ja, nur einer? Nee, zwei. Zwei, ah. Zwei, drei. Ich habe immer einen schlechten Winkel. Bei mir sah es nur aus wie einer. Ja, zwei waren es mindestens. Dritten bin ich mir unsicher. Dafür war mein Winkel blöd. Ja, das war eine kleine Salve, hat aber zwei Leute weggerissen. Aha, die geben sich gerade nicht viel. Muss man sagen. Aber wie es aussieht, tickt es doch ein bisschen besser für die CSA gerade. Oh, schöne Salve, aber jetzt, das waren drei. Ja, jetzt hab ich's nicht gesehen, jetzt hab ich mich, die hier. Ja, drei Verluste bestätigt von der Linie. Ah, jetzt verlegt die CSA wahrscheinlich in den Punkt. 12 Leute bei der CSA, insgesamt. Tief zieht mit. USA. So, wer schießt zuerst? Wer kriegt's raus? Ah, einen. Nicht so schön. Jetzt kommt die Antwort. Das war gut. Das war schön. Okay, freut sich. Ja, würde ich mich auch für diese Schussleistung. Die war wirklich phänomenal. Das waren 5 bis 6 Leute, glaube ich. 6?
Ei! Das müssten 5 bis 6 Leute gewesen sein, ja. Also 5 habe ich gesehen. Ja. Das ist schlau, das ist schlau. Clever, ja. Nicht mal schießen lassen da drauf. Ne, nicht einnehmen, zurückziehen, bleiben, im Engage bleiben für den Feind. Und James nutzt auch die Deckung aus, beziehungsweise die Steine. Komm raus. Weniger als 25,5 Minuten, wir haben die CSA noch auf Battle Ready, die Union im Engaged. Genau, schauen wir, was passiert. Union steht auf offenem Feld, CSA hat ein wenig mehr Deckung und Sichtschutz. Oh, tief geht rein. Oh ja, sie sind mit den Stickers unten. Jetzt ist die Frage, was macht die CSA? Er ist nicht vorne, er läuft hinten. Ja, das müssen wir alle mal lernen. Oh, aber sie werden one by one ausgepickt. Jetzt kommen sie eben in Close Combat. Wie sieht's aus? Union geht rein. CSA steht kompakt. Es wird geschossen. Wir haben Engage, Union und CSA. Aber wie es aussieht, gehen da wieder zwei auf die Fa... Oh, Leute. Ja, die Fahne ist gefallen. Das waren jetzt 5 Tickets. Ist schön, aber wir haben jetzt Juicy und Ribbuck gegen alle. Was waren das? Brand, Lücher, Nutz. Lutz. Ja, Lutz. Und Anon. Anon? Anon? Anon ist gewechselt. Montagsschmutz. Ah, Montagsschmutz. Bleib immer rein. Hallo Arno. Das muss ich auch noch was ihm schreiben. Vier sind wir da. 1, 2, 3, 4. Single Line können wir machen. Das heißt, wir sind ein Zeltbesatzung. Jetzt kriegt er auf den Deckel. Macht dir der Server schon wieder von mir? Server? Ja, der hat Arno geschrieben. Wir gehen weiter zurück, vorweg. Wir gehen hinter den Panda. Habt ihr es geschafft? Okay, vollkommen überrascht. Ihr habt das geschafft. Union zieht sich auch ein bisschen zurück, um sich zu sammeln. Ja. Jetzt haben sie die Zeit. Tief geht rein. Geht er rein? Tief für den Kreis wieder blau bekommen. Ja, never mind, er geht rein. Ja, er hat auch die Zeit dafür, klar. Logisch. Nur sinnvoll. Absolut. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Muss man einnehmen und sich wieder einen guten Winkel verschaffen. Ja, das stimmt. Jetzt ist die Frage, was macht James? Er geht... Weil er die falsche Einheit. Aggressiv, mittig oder... Will er doch durchs Maisfeld? Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, wie er läuft. Mich würde mir eben gar nichts mehr wundern. Jetzt bleibt er direkt ins zu rennen. Oder er setzt wieder einen Haken. Nicht gesehen wird. Aber... Ja, er wird auf jeden Fall noch gesehen, bevor er irgendwo hin geht. Ja, Yves nimmt wieder Aufstellung auf dem Hügel. Ich glaube, er hat im Rücken irgendwo Skirmish, wenn ich das richtig gehört habe. Doch, beim Heuballen sind die Skirmisher. Heuballen? Ah ja, doch, da. Na gut. Nee, nur einer. Ach, ich hab zuvor gesehen, dass einer, ja, geteamkillt wurde. Wir haben jetzt die Union wieder auf dem Hügel verlegt. Es hat runter. Gut gesehen, dass die weiter rüber gehen. Ja, James geht jetzt aber direkt auf sie, auf Abfangkurs sozusagen. Jetzt ist die Frage, wer sieht sie zuerst? Wer steht zuerst? Wo steht James? Wo? Und dann Oh! Drei gefallen bei der CSA? Ich glaube, bei der Union waren es 4. Weil ich sehe hier einliegen. Hä? Ich denke, 3. 4. So.
Ah, die eine Leiche kann ich nicht hinzuordnen. Ja, vier sehe ich auch gerade, ja. Oh, hier wieder 3-4. Und wir haben Taking Loss für die Union. Ja. Eine schöne Schussleistung. Und James will's wissen, er charged. Ah, wenn das aber jetzt erfolgreich wird. Das sieht aber schon fast danach aus. James nimmt einen raus. Ah, wird jetzt aber selbst rausgenommen. Wir haben noch Richard. Ja, auf jeden Fall. Zwei Mann haben überlebt. Fahne flieht. Wir haben... Ja, ein Charge, der besser ausgegangen könnte auf Seiten der CSA. Wären sie besser reingegangen. Aber gewonnen für die CSA, der Charge. Hm, sie können jetzt nur mit der Position relativ wenig machen, glaube ich, in dem Moment. Und da natürlich, wer fehlt, wer hier jetzt das Kommando wirklich übernimmt, ne? Ja, lass mich mal ganz kurz schauen. Haben wir hier... Wir sehen Siegel, ein Peppi, ein Relanes und ein Röbuk. Aber ich glaube, Peppi ist jetzt NC. Oh. Zu dritt, ich weiß nicht, okay. Wir sind die Linie. Der Rest ist Reinforcements. Und sie verstecken sich erstmal im Gebüsch. Ja, das stimmt auch wieder. Macht ihr gerne. Tarnen und täuschen. Ah, oh, ich sehe aber gerade, beide Seiten sind in Taking Losses. Ui. Jetzt gibt's da wohl ein wenig Unstimmigkeiten. Gehen sie jetzt rein, gehen sie nicht rein, aber da ist James. Doch. Bist du jetzt wieder da? In den Punkt. James will in den Punkt rein. Flagge Nord. Nordost. Das ist aggressiv. Reload. Kommen, wir können uns immer noch zurückziehen. Noch sind wir im Vorteil. Ich sehe ihn, er hockt da immer noch. Selbe, wow. Selbe Platz. James ist rein. Ich bin wieder da. Also wenn ich gleich wieder sterbe, dann... Ja, ja, jetzt ist die Frage, kommt die Verstärkung, ist sie dann noch rechtzeitig da, wenn die Leute in den Punkt gehen? Wir haben nämlich dann tatsächlich eine ausgewachsene Unionslinie vorne wieder. Was ist gewagt? Aber die Unionslinie darf oder sollte vielleicht nicht reinchargen. Also, aus Ticketsicht sollte sie es nicht tun. Ja, die Frage ist, ist O'Keefe cool genug, um das nicht zu machen? Ich meine, er hat jetzt tatsächlich ein, zwei schwere Schläge bekommen von den Charge, von den Schüssen. Beide sind im Engage, wir haben 18 Minuten. Er sieht die Uhr ticken. Ich will es eben jetzt nicht abreden. 18 Minuten, da kann noch viel passieren. Da kann noch viel passieren, das stimmt. Aber wir sind in Taking Losses. Ja, er wird erstmal auf Feuerkampf. Absolut richtig. Nein, 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 jetzt nicht. Nicht gerade, was habe ich denn auf Kiefer erwartet? Bitte? Natürlich gleich die Hälfte von den Leuten, die dort steht, um. Ja, dafür war die Linie viel zu klein. Jetzt ist die Frage, wird die Fahne auch die Fahne noch aufgenommen? Ist eigentlich Hansi. Aber da kommt schon die Verstärkung der CSA. Jetzt muss ich die CSA erst einmal sammeln. Das sind alles wertvolle Sekunden, die sie dafür draufgeben. Was macht Kiefer in der Zeit? Er rückt ein Stück vor, ganz gemächlich im Quicktime. Holt sich ein bisschen eine bessere Schussposition. Ja, die Union liegt an. Oh, fast simultan. Gleichzeitig, ey. Ja, komm auf, du willst mal weg. Ich hab bei der Union auf jeden Fall was umkippen sehen. Ja. Aber auch bei der CSA. Ich glaube, bei der CSA. Ah, okay. Bei der CSA ist jetzt natürlich schwierig, ne? Oh, und O'Keefe schießt mit dem Revolver. Hat der gerade ein. Oh, ja. Ja, gut, der Schießausbilder unter anderem, ne? Also. Und jetzt zieht sich die CSA wieder aus dem Punkt zurück. Ja. Da ging die Rechnung nämlich nicht auf, das habe ich fast vermutet. Ja? Die war cool genug, umzusetzen. Allerdings ist jetzt die Frage, geht O'Keefe rein, lässt den Ablauf noch ein bisschen? Nee. Kann sich die CSA sammeln? Ja, CSA... Quatsch, Union geht rein. To ranks.
rein theoretisch könnte jetzt die CSA wirken. Aber so wie ich O'Keefe kenne, er wird sich ganz schwer aus der Ruhe bringen lassen beim 1 gegen 1. Mhm. Oh, interessante Frage. Welche? Wolch hat O'Keefe gefragt, ob er jetzt wirklich zurückkämpfen möchte. Wolch würde scheinbar darauf gehen, lieber noch ein paar Tickets zu verlieren und sich das dann wieder zurückzuholen. Das hatte ich auch ehrlich gesagt gedacht. Aber Walsh kann auch unglaublich gut mit Tickets spielen. Also das da ist er echt gut drin. Mhm, okay. Schreibe ich mal auf. So, eine Salve der CSA, einer ist gefallen. Also, wir gehen gleich vorne rechts an die an die Scheine wieder ran. Ah, okay. Weil, die geschafft. Genau, weil die schießen wieder. Ja, ja, weil dann haben wir nämlich die Büsche im Weg, dann können sie nicht mehr zielen und wir können immer ankämpfen, was wir wollen. Bei drei Viertel. Bisschen halb läufst du hin. Shoulder. Ah, die wollen gar nicht komplett durchcappen, wie ich sehe. Ja, Kief hat da irgendein perfiden Plan. Eieiei, Anon, aber sag ich jetzt, bin daher hier. Sagt er schon wieder. Nee, nee. Wenn er noch stand und geladen hat, wo die Linie schon los war. Achso. Jetzt ist die Frage. Es ist eigentlich eine ziemlich gute Falle tatsächlich. Wird James dazu verleitet, jetzt reinzugehen, da er sieht, dass die Unionslinie nicht mehr im Punkt steht und so halb. Ja, Kiew. Oder mehr gekappt ist hier. Das ist gar nicht mal so dumm, diese Lauerstellung. Allerdings, wenn James das klug anstellt, muss er einfach nur warten. Und in der letzten Sekunde rein. Dann treffen sie sich drin. Ja. Und das wird dann für beide Seiten hässlich. Bitte um Erlaubnis, auf dem Stein stehen bleiben zu dürfen. jetzt wird's interessant. CSA sieht wahrscheinlich die Union nicht so richtig. Und Union schießt. Boah, ich fass es nicht. Durch die Büsche. Drei Mann erwischt. Holen die drei Leute raus. Ah, wer schießt denn da immer wieder zu früh? Das war ein oder zwei? Das habe ich ja fast vermutet, dass das jetzt passieren würde. Oh, das waren auch wieder drei? Zwei hätte ich gesehen. Zwei, ne? Ja. Kief will noch eine Salve schießen, dann geht er wahrscheinlich. Oh, die war gut. Die war gut, ja, das waren drei. Und jetzt gehen sie in den Punkt wahrscheinlich. Mal schauen. Links ist irgendwo ein Scharfschütze. Währenddessen bearbeiten auch die Skirmisher noch die CSA-Linie. Wir haben jetzt gleich nur noch zwei Minuten. Das kann sehr eng werden. Gutes Standing der Union hier. Steve hat jetzt schon geladen und will jetzt in den Punkt gleich rein und holt sich dann wieder so seinen Plan. Und dann will er wahrscheinlich wieder zurückgehen, vermute ich mal. Ja, die Unionslinie setzt sich in Bewegung. Jetzt ist die Frage, bleibt die CSA da? Wenn, können sie schießen? Ne, O'Keefe stellt sich genau an den Rand. Oh, aber die Union legt, CSA legt an. Ja, aber nur einer. Zwei erwischt. Und oh, dann haben wir wieder in dem einen wollen wir chargen. Das ist ein Gespräch, wie ich es mir erwartet habe bei euren Laien.
Wollen wir chargen? Ja klar! Ich verstehe diese Frage nicht. Oh, der Charge wird schlecht aussehen. Der wird nicht gut aussehen. Da haben sie zwei Anchargende. Na, dafür sind sie viel zu aufgesplittet, viel zu weit auseinander. Nein, das wird nichts. Das wird nichts. Das Gold wird theoretisch an die Union gehen. Aber ich sehe tatsächlich James noch mit dem Revolver ausnehmen. Oh! Nein! Oh! Eieiei! Das können sie jetzt eigentlich nicht mehr zurückholen. Das ist durch. Die Skirmisher wissen nicht so richtig, was wir machen sollen. Ja, ich sehe es. Das ist verboten. Ah, dann schreib ihm mal bitte an. Ja, mach ich. Hm, weißt du, das ist jetzt eigentlich so eine Sache, wo ich sagen müsste, Union dürfte jetzt nicht mehr in den Punkt rein, um zu cappen. Ja, das ist durch. Overtime? Ja. Warte kurz. Hier läuft ein, ja, okay. JPD läuft zurück. Aber wenn er jetzt raus ist, ist die Sache erledigt. Ah, Moment, da ist noch einer drin. Da ist noch einer drin. Das. Ei! Ei! Oh! Ui! Das ist eigentlich. Das ist ein Regelverstoß eigentlich. Eieieiei. Das ist. Willst du schreiben? Ja. Da muss sich die Union jetzt leider zurückziehen, eigentlich. Ja. Achso, geschrieben, dass die Skirms. Ich weiß nicht, kannst du den USA-Chat sehen? Ja, ich sehe ihn auch. Was machen wir? Das ist die Sache. Eigentlich müsste sich die Union jetzt zurückziehen. Ich bin eigentlich dafür, wir sollten an der Stelle wirklich leider mal was machen und sollten mal sagen: Union, geh zurück. Ja. Lass CSA zumindest einmal zurückcappen. Und dann dürft er wieder. Ach nee, geht ja. Ach, scheiße. Ja. Das ist es. Ja, ja. Also. Ich würde jetzt ehrlich gesagt kalt sagen, von offizieller Seite ist das Ding seitens CSA gewonnen. Weil Overtime war da, wurde nur von den Skirms gehalten. Inoffiziell könnt ihr jetzt auch Spaß natürlich nur weiterspielen. Klar. Dann machen wir das so. Dann schreibe ich das hin. Jo. Ich kann. Kannst du das bitte in den Unionschat reinschreiben, weil bei mir ist das Ding mit Announcement wieder ein bisschen blöd. Der kam aber an. Ach nee, Announce kam von Kiev. Was hast du geschrieben, Tiberius? Offizieller Sieg für die CSA. Für die hast du geschrieben? Ja. Ah, Kiev hat selber geschrieben, offizieller Sieg der CSA. Siehst du mal? Ja, das ist schön. Er hat selber announced, so. Ja, das ist doch schön. Also, das ist wirklich schönes Sportmanship, so wie ich es mir auch wünsche. Absolut wundervoll. Da bitte auch noch hoch an deine Jungs dann ein fettes Kompliment. Allerdings muss ich sagen, dass das Schneider jetzt hier mit Mimimi schreibt, das geht gar nicht in meinen Augen. Da können wir dann auch gerne nochmal miteinander reden. Kommt auch gerne hoch in die Nachbesprechung. Ja, müssen wir jetzt nicht durchgehen. Genau, also. Das meine ich. Dann ziehst du mich einfach hoch und dann. Aber von Kief, klasse. Ja, also absolut, also. Aber so kenne ich ihn. Also er ist Sportsmann, das ist einfach so, er gesteht sich Verluste ein. Das ist einfach so, das
Deswegen, ja, der Mann, da halte ich schon große Stücke drauf, muss ich einfach mal so sagen. Schade, dass er es natürlich offiziell jetzt verloren hat, aber... Ja, gut, also... Gut gespielt von James Ryan, kann man nur so sagen. Auf jeden Fall. Ich meine, dazu muss man so eins sagen, James Ryan hat einen Lieutenant gerade besiegt. Also, das muss ich ihm für sein Ego streicheln so mitteilen, aber nichtsdestotrotz, O'Keefe hat es ihm nicht leicht gemacht. Das ist richtig. Also O'Keefe hat da schon ein paar richtig coole Schachzüge gehabt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wäre der Charge jetzt eben anders ausgegangen, hätten sie hätten sie James Ryan einfach mal erwischt und nicht ballern lassen, hätte die Sache ganz anders ausgesehen. Ja, da muss ich tatsächlich sagen, James Ryan ist ein gefürchteter Revolverschütze, was ich heute gesehen habe. Ja, also der hat wahrscheinlich wirklich seine 6 Schüsse auch 6 Treffer folgen lassen. Ja, auf jeden Fall. Also das waren mindestens 3-4 Treffer. Ja komm, aber jetzt muss die CS auch angreifen. Aber O'Keefe zieht das durch, der lässt sich davon nicht unterkriegen. Er sieht gar nicht richtig davon die Laune von sehr schön. Das finde ich schön, ah, herrlich. Oh, jetzt wird er, jetzt geht er aggressiv. Oh, schön. Okay, so viel zu Laune verderben lassen. Ich glaube, jetzt will er noch mal wissen. Jetzt denkt er sich, es ist sowieso gelaufen. Aua, aua, aua. Das war aber böse. Der ist durch. Der Charge. Das waren 6 Treffer. Boah, Keep aber auch mit dem Revolver. Sehr schön. Ja, jetzt hat's James erwischt. Und wird angestochen. Ei, ah, Schatz. Und da ist das Lasten. Sie schützt mich doch. Wer hat das gesagt, James? Keith hat das gesagt. Er steht da, schießt den Captain weg. In der Zwischenzeit kam jemand mit dem Bajonett rechts von ihm auf ihn zu, konnte er natürlich nicht sehen. Merkt dann den Stich in der Seite und sagt, beschützt mich doch. Sehr schön. Das sind so diese typischen Offizierssprüche. Ich sehe. Ja, das stimmt. Wobei von unserem höre ich dann immer nur, geh da weg! Na gut, das kommt auch nachher. Ich sehe gerade, dass unser Quartermaster Sergeant die Fahne von euch zurück eskortiert zur Linie. Ja, der ist die ganze Zeit schon bei uns dabei, habe ich gesehen. Ah. Finde ich auch immer schön, dass es da am Montag jetzt nicht wirklich Gemecker gibt oder zumindest keins, was ich mitkriege. Also immer wenn von euch wer mit bei uns in der Linie steht, machen die das gerne, machen gerne mit. Gibt ja sogar scheinbar einige, die gerne diese Abwechslung mitnehmen und das favorisiert scheinbar sogar montags machen. Ja, ja, warum nicht? Ich meine, man lernt andere Leute kennen, man lernt andere Spielweisen kennen. Ich finde das eigentlich immer schön, habe auch gerne auch immer wieder zu, ich bin auch gerne immer wieder zu euch rübergegangen. Ja, das stimmt. Du warst auch immer mal da, das ist richtig. Also gibt's einige, die das immer mal gemacht haben oder auch immer noch machen. Wobei wir in letzter Zeit halt sehr oft sehr ausgeglichen waren. Ja, das stimmt. Das ist jetzt das erste Mal seit langem, dass größer gebalanced werden musste. Ja, das stimmt. So, jetzt bin ich dafür, das ganze Inoffizielle wird nochmal mit dem Offiziersduell besiegelt. Warum nicht? Aktiv fired will. Oh, da gab's Misskommunikation hier. Der einzige, der bei der Unionslinie steht, von der CSA gerade. Ja, der Alan von der einen immer so Anon. Und von ihm hab ich Quatsch gehört. Dass sich Klischees aber auch immer so bestätigen. Angenommen. Na dann. Was ist denn der eine da? Nordwest. Schießt er einfach allein. Das Offizier. Schauen wir. Der hatte eine Muskete. Schauen wir, ob sie es machen. Ich bin mal gespannt. Und Kief steht bereit. Feiert! Ja, feiert sie durch! Jetzt gibt's keine Regel mehr hier!
Ach nee, er nimmt den, damit er. Okay, stimmt, weil ansonsten würden sie ja ins. Uns ja gleich verlieren. Das wäre extrem lustig, wenn er wie bei Indiana Jones ihn nachher abknallt. Das ist doch ein Kreis, wo die Offiziere sind. Ja, stimmt, Schutzschild. Ja. Okay, wir stellen uns freiwillig vor ihm. Ja. Kommt er dann auch mal? Ja, der kann ja selber von seiner Einheit nicht kriegen. Ein Kreis um die Offiziere? Ja, wo ist denn der Captain? Wie wird der Schoss von dem Dorf? Hallo! Hallo! Unser Affi muss aus Drohnen. Herrlich! Schön! Boah, Gott! Wie kommt denn das jetzt? White Question, man, White Question. Wir machen einen Kreis mit Bajonetten und hier in der Mitte. Genau. Tobi stellt sich in die CSA-Linie. Tobi ist ein Asi manchmal. Gefällt mir. Hab ich einen Charge gemacht? Was? Ein Halbkreis. Ein Schonkreis. Macht der eventuell mit Pistole oder Schwert dann? Pistole. Was ist er jetzt? Er kommt auf Pistole und einmal mit Schwert oder nicht? Wenn der ankommt, hat er keine Puste. Also, James hat das so gut gemacht hier bis jetzt. Also, wo bleibt er? Ja, ich schon. Keith sagt auch schon, James hat das sehr gut gemacht bis dahin. Hab ich gehört. Das ist schade, dass hier tatsächlich das Stream nicht funktioniert. Das wäre sehr schön. Das ist kein Kreis. Nee. Richtig fertig. Das ist ein Duell. Mein Name ist. Ist das geil? James Wein und ich hatte gestern Geburtstag und bin gestern 26 geworden. Sehr schön. Schießt die Milch an. Mit wem habe ich denn die Ehre zu kämpfen? Ja, mit dem Second Lieutenant O'Keefe und ich habe am Samstag Geburtstag. Ein herzliches. Ah, sehr schön. Rücken an Rücken. Ich würde sagen. Und dann. Bis 3 Silber und dann. Wir haben ein Taschentuch. Kurze Frage. Ich würde sagen, einer zählt von 3. Gib denen mal ein bisschen Platz zum Rückzuglaufen. Wo ist das Nummer, Girl? Macht man alle Mann Kreis zurück. Weiter zurück. Wenn ihr einen von uns trefft, ist allgemein Feuer frei, okay? Okay. Ich hab gehört, am Ende kloppen wir uns noch einmal mit dem Knüppeln. Ja, das kommt eh. Also ich hab gehört, am Ende kloppen wir uns. Eins, zwei. Okay, nochmal, das mache ich. Ja, genau. Wir haben eine NCO. Die Herren. James, lauf schon. James is ready. Okay, bitte Ruhe. Wir befinden uns hier in einem ehrenhaften Wald. Die Herren, sind Sie bereit? Absolut. Bar Gott, allen helfe. Ein Schritt. Zwei Schritt. James auch. James, lauf! Bewegt sich nicht. Was machst du? Nein! Nein! Wir wollten ja den Hit schießen. Ich hab's gesehen. Jetzt möchte ich alle bitten, einmal das Bajonett abzunehmen. Gott, ich hab's gehört. Alle das Bajonett abnehmen. Affix. Oh, das wird gleich wieder blutig. Und jetzt einmal die Mittelfahrten. Das wird böse. Wer hat da geschossen? Adam. Man auf den Schiedsrichter gezielt. Oh, sehr schön. Die Fahne ja. Wieder aufgenommen. Und Curlison? Da kommt noch Juicy Boss. Oh! Komm, fahren Sie weg! Im Knüppelduell. Oh, aber die Konföderation hat gewonnen. Ah, sehr schön. Was eine Runde, ey. Sehr schön. Ah, das sind diese Momente, wo ich sagen muss, Montagsgefechte sind ein Highlight der Woche. Ehrlich? Tatsächlich. Ja, wirklich. Muss ich auch immer wieder sagen.